Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hs82 mit einem neuen Filmreihenvideo für euch. Ja, und am Wochenende hatte ich mal wieder ein bisschen Zeit, ein paar Filmreihen anzugucken. Nicht nur eine, sondern auch gleich insgesamt drei. Unter anderem auch hier die sieben Zwerge, die ich eben auch auf Netflix gefunden habe, zumindest durchgezappt habe und dachte mir, ach komm, jetzt gucke ich mir mal einfach mal alle drei Teile an. Warum drei Teile? Es gibt doch bloß zwei. Nein, es gibt drei, dazu aber gleich später mehr. Gucke ich mir alle an und mal gucken, wie ich die jetzt noch finde, wo ich etwas älter und reifer bin. Reifer? Ja, nee, ist klar. Da ist ja auch das Stichwort, auch der Atze Schröder spielt hier mit. Aber natürlich hier in Hauptrollen habe ich einen Otto Walkes. Natürlich, wer den erkennt, hat wirklich irgendwas verpasst in seinem Leben. Keine Ahnung, aber denke ich mal, Otto Walkes müsste, glaube ich, für ihn ein Begriff sein, hoffe ich jetzt mal hier. Ja, der Film, die sieben Zwerge, Männer allein im Wald. ist aus dem Jahre 2004 und Regie führte hier der Sven Unterwald. Ja, der Sven Unterwald hat auch Regie geführt bei Siegfried mit Tom Gerhardt, Alles Atze, U900 und Ottos 11. Ja, leider alles nicht so ganz berauschende Filme, ganz ehrlich, außer Alles Atze, die fand ich eigentlich ganz cool. Aber Siegfried fand ich ganz mies, wirklich ganz mies. Otto 11 habe ich gerade angeguckt. Und natürlich ist es ja ein deutscher Film mit ganz vielen Komödianten dabei, die hier mitspielen. Unter anderem natürlich Otto Walkes, Ralf Schmitz, Martin Schneider, der so langsam spricht. Dann natürlich auch Atze Schröder, Christian Dramitz als Jäger, Rüdiger Hoffmann, Helge Schneider, Tom Gerhardt und auch noch Harald Schmidt. Viele haben ja auch ein paar Nebenrollen, aber die größten, die sieben Zwerge, sind natürlich auch mit ein paar große. Heinz Hönig zum Beispiel ist der Brummboss. Um was geht es bei diesem Film eigentlich? Ja, eigentlich ist so die Geschichte von Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja, wie man eben die Geschichte kennt von Schneewittchen. Böse Hexe schaut in den Spiegel, oder böse Königin schaut in den Spiegel und sagt, wer ist die Schönste im ganzen Land? Natürlich sie, Frau Königin. Aber das Schneewittchen in den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ist viel hübscher als sie. Ja, das ist so die Grundidee von dem Film. Aber das war auch schon alles. Denn dieser Film ist einfach nur ein kompletter Quatschfilm. Ja, da muss man wirklich das Hirn ausschalten und sich wirklich berieseln lassen, weil alles andere, wenn man hier drüber nachdenkt, kann man auch etwas verrückt werden, wenn man nicht schon verrückt ist, wie ich. Natürlich ist auch dieser Film ein bisschen unterschwellig auch gegen Frauen, denn die Männer sind ja von allen Frauen bedroht oder gehänselt worden und deswegen haben sie eben die Gruppe gegründet mit den sieben Zwergen im Unterwald. Ja, und deswegen ist dieser Film auch ein bisschen frauenfeindlich, aber finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ja, okay, der Film geht 85 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben. Er ist wirklich einfach ein kompletter Klamauk-Film oder braucht man drüber nachdenken. Aber trotz alledem, trotz dass er so viel Klamauk hat, hat er auch einige Auszeichnungen bekommen, nämlich drei Stück an der Zahl. Einmal den Boogie Award, einmal den Deutschen Comedy-Preis für die beste Kinokomödie und einmal die Goldene Leinwand vom Stern und war außerdem auch noch mit einer von den erfolgreichsten Kinofilmen, deutschen Kinofilmen wohlgemerkt, im Jahr 2004. Und hat fast 10 Millionen Zuschauer in die Kinos gebracht. Völlig Wahnsinn, oder? Und ist eigentlich der 8 erfolgreichste deutsche Film seit 1968. Der 8 erfolgreichste Film. Seit dem Jahr 1968, also wirklich Wahnsinn. Er macht Spaß, dieser Film. Wie gesagt, hier ist einfach Hirn ausschalten angesagt, definitiv, allein schon der Anfang mit die Anspielung auf den weißen Hain mit den Zipfeln, ja, wo der Bubi, also Otto Walkes, dann hier das Rotkäppchen besucht belauert. Sehr cool gemacht und der Film zieht sich einfach von einem Lacher zum nächsten, dann natürlich auch den Song Zwerge. Ich will jetzt nicht singen, das ist nicht mein Fall. Und natürlich auch das Zwergenheim, man darf mich nicht vergessen. Und natürlich auch hier die
coole Cosma Schieferhagen, die hier das Schneewittchen spielt, wirklich ein Augenschmaus, sagt er zu jetzt mal, wirklich wahr. Und natürlich auch dann die böse Hexe, gespielt von ihrer Mutter, die Nina Hagen, passt auch wirklich perfekt, ja, perfekt. Und natürlich hier auch dann der Rüdiger Hoffmann, der so auch so ganz langsam spricht, mit hier das Spieglein. Das ist einfach nur köstlich anzugucken. Also wirklich, der Film macht extrem viel Spaß. Ich habe da wirklich extrem viel Spaß bei diesem Film gehabt. Und natürlich auch die ganzen Kostüme, das ganze Fantasy-Flair ist natürlich richtig cool gekommen. Und natürlich auch am Anfang hat es ein bisschen eine kleine Thematik wie Herr der Ringe mit dem Unterwald, die Geschichte, wo alles erzählt wird, dass es hier die helle Seite gibt und dann der Unterwald. Das ist eine kleine Anspielung natürlich auch auf Herr der Ringe. Und wie gesagt, ich kann euch einfach nur sagen, der Film ist wirklich cool und macht sau viel Spaß, den ersten Teil. Und deswegen bekommt von mir der Film 8 von 10 Punkten, weil er einfach so extrem komisch und witzig ist. Ja, gleich drauf gefolgt im Jahr 2006 ist dann 7 Zwerge, die Welt ist nicht genug rausgekommen. Ja, natürlich auch hier wieder Regisseur ist wieder Sven Unterwald. Der Film geht ein bisschen länger mit 95 Minuten. Und hier ist eigentlich die Grundidee das Rumpelstilzchen. Eins meiner Lieblingsmärchen, ganz ehrlich, Rumpelstilzchen habe ich früher von meiner Oma immer zum Einschlafen mir vorlesen lassen. Wirklich war das meine Lieblingsgeschichte. Emma hat ihre Lieblingsgeschichte auch gefunden, nämlich Hänsel und Gretel. Ja. woher ist das Wort? Diese ganzen komischen Märchen. Aber nee, ich mag sie wirklich sehr gern. Und natürlich ist das 7 Zwerge natürlich dann der Männer, nee, der Welt, der Wald ist nicht genug. Eine direkte Fortsetzung zum ersten Teil. Es spielt ein paar Jahre später. Schneewittchen ist jetzt auch schon Königin geworden. Und ja, das Pliss, der ja, Hofnarr, war er im ersten Teil, zumindest nachdem man die böse Königin abgesetzt hat, zum Hofnarr, ist ihr treuer Berater. Und hat halt eben während der Fahrt nach Hause zum Schloss ein Männchen getroffen, wo er eben auch ihm 3 Wünsche frei hat. Und er wollte unbedingt goldenes Haar haben, der gute Spliss. Und er musste ihm aber versprechen, dann eben dann das einzige Kind von der Königin ihm zu geben. Naja, ist ja nicht so schlimm, macht man einfach mal. Und der Bubi, Otto Walkes ist gespielt, hat das auch schon mal mitbekommen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Aber natürlich hört wieder niemand den Bubi zu und dann geht eben eine Fahrt mit der anderen natürlich los und sie gehen dann durch das Spiegel von dem weißen Helge und gerade in die reale Welt, um dort rauszufinden, wie denn das Rumpelstilzchen, also Rumpelstilzchen wirklich heißt. Das ist so die ganze Geschichte von diesem Film. Es gibt ja auch von diesem Film auch noch eine Langfassung wohl, die aber nie auf DVD und Blu-ray erhältlich sein wird oder nie war. Dafür gibt es hier in der DVD, in den Extras, gibt es hier eben ein alternatives Ende und auch ein paar geschnittene Szenen und entfallene Szenen. Und da sind wohl wirklich einige von diesen externen Versionsszenen wohl zu sehen. Habe ich mich nicht weiter angeguckt. Natürlich hat auch dieser Film ein paar viele Anspielungen auf andere erfolgreiche Filme, zum Beispiel Harry Potter. Da heißt es ja 9¾ im Harry Potter und hier heißt es eben 7¾. Und ist halt auch extrem dämlich, dieser ganze Film. Leider musste hier der Markus Majowski, der auch die Telekom-Werbung gemacht hat, leider hier konnte er nicht mitspielen als den Cookie. Dafür wurde hier eben Gustav Peter Wöllner hinzugefügt. Muss ich gestehen, der andere, der Markus, hat mir besser gefallen als Cookie. Aber er hat leider wegen Terminengründen nicht mitmachen können. Sehr, sehr schade. Und natürlich auch hier am Anfang auch wieder diese Kamerafahrt wie bei Herr der Ringe. Und natürlich auch die blonde Haarpracht, die der Splister bekommt. Soll eine kleine Anspielung auf Thomas Gottschalk sein, wie er immer in den 80er, 90er Jahren rumgerannt ist. Ja, ich kann nur sagen, es ist einfach ein bescheuerter Film auch. Auch hier gibt es verschiedene Drehorte von dem Film, haben auch in Hamburg gedreht, also die reale Welt wurde in Hamburg gedreht, aber auch in Braunschweig, in Goslar und in Wernigerode haben sie gedreht, also ein bisschen überall ein bisschen hier in Deutschland rumgereist.
Auch dieser Film bekam einige Auszeichnungen, nämlich genau 3 Stück. Die Goldene Leinwand für 3 Millionen Zuschauer in 18 Monaten. Dann den Bugey in Gold ebenfalls für 3 Millionen Zuschauer innerhalb von 28 Tagen. Und der Deutsche Comedypreis für den besten Filmkomödie international. Ja, aber das bringt mir alles nichts, denn leider hat dieser Film nicht mehr so den Spaßfaktor wie jetzt der erste Teil. Rumpelstilzchen ist einfach ein komischer Kauz, ganz ehrlich. Und dann, wo sie in die reale Welt gehen, baut für mich der Film komplett ab. Also irgendwie, da ist der Film für mich nur noch todlangweilig. Ich mag einfach das Fantastische vom ersten Teil, hat hier beim zweiten Teil komplett gefickt, ganz ehrlich. Er ist einfach nicht mehr so ganz überzeugend wie jetzt der erste Teil. Okay, ist ja klar, ist eine Fortsetzung, und bei solchen Filmen ist meistens die Fortsetzung immer meistens schlechter als der Originalfilm, denn man weiß ja, auf was man sich einlässt, auf diesen ganzen Klamauk. Natürlich auch hier definitiv Hirn ausschalten, und auch hier spielen auch einige bekannte Komiker gar nicht mehr mit. Zum Beispiel Atze Schröder nur eine ganz mini kleine Rolle. Dafür ist hier Mario Barth mal ganz kurz zu sehen. Ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken. Ja. Trotz alledem, der Film macht natürlich trotzdem Spaß anzugucken. Und der Film bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Einfach weil er trotzdem, ja, einfach mal so ein Sonntagnachmittag-Filmchen, wo man einfach mal sich reinziehen kann, wenn es draußen regnet. Oder man nichts Besseres zu tun hat, dann könnte man sich auch den zweiten Teil angucken. Aber ich würde trotzdem nur mal sagen, den ersten Teil auf jeden Fall nochmal angucken. Aber bei dem 7 von 10 Punkten ist der Film trotzdem noch ganz witzig geworden. Ja, und jetzt kommen wir noch zu dem dritten Teil. Ja, der dritte Teil ist leider nicht mehr so in dieser Machart, wie eben jetzt Teil 1 und Teil 2 war. Denn irgendwie haben sie sich dann überlegt, ja, wie kann man vielleicht Kosten sparen, die ganzen Komiker brauchen wir jetzt nicht mehr. Brauchen wir bloß eine Sprechrolle, machen einfach mal einen deutschen Animationsfilm und versuchen den eventuell ein bisschen mit Elsa, also mit die Eiskönigin, zu kombinieren, damit er vielleicht auch international ein bisschen erfolgreicher wird. Und das ging natürlich irgendwie für mich voll in die Hose. Der Film kam 2014 raus, ebenfalls hier Otto Walkes in der Hauptrolle, natürlich als Sprecher. Und der Film heißt Der siebte Zwerg. Ja, Der siebte Zwerg. Der Film geht 87 Minuten. Der Film ist 87 Minuten zu lang. Meine Meinung. Regie führen hier Boris Aljanovic und Harald Siepermann. Der Boris hat auch bei den ersten beiden Teilen mitgespielt als, Moment, dann kann ich gleich noch mal kurz sagen, als den Claudi. Aber das war auch schon alles, was dieser Film hergegeben hat. Ja, um was geht's bei diesem Film? Hier geht es eigentlich um die Prinzessin Rose, Dornröschen. Eigentlich ist eigentlich dieser Film, wo eigentlich bis zum 18. Geburtstag sich in Rüstung gehüllt hat vom Vater aus, weil nämlich die böse Hexe, die böse Eisfee, hat wohl einen Fluch überlegt, wenn nämlich sich die Prinzessin nämlich sticht an einem spitzen Gegenstand, dann schläft das ganze Königreich ein. Am 18. Geburtstag aber gehen die sieben Zwerge auf den Geburtstag von denen, von ihr. Und der Bubi, eben der siebte Zwerg, Otto Walkes gespielt oder gesprochen, macht ein bisschen Blödsinn und sie sticht sich und das ganze Königreich schläft ein. Und natürlich wollen die sieben Zwerge dann helfen und versuchen dann ihren Gemahl bzw. ihren Liebhaber von der Rose ihn dann zu befreien von der bösen Königin. Ja, und ihr hört schon, es ist tot langweilig. Also der Film hat mich überhaupt nicht überzeugt, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich habe auch nichts weiter so mitgekriegt, ob der irgendwie jetzt, wie erfolgreich der jetzt war. Der Film hat auch Gesangeinlagen. Also man hat versucht, das so auf Elsa oder auf Eiskönigin oder Vajana zu machen. Leider ist es auch hier komplett kläglich gescheitert. Wirklich war furchtbar. Bare Lieder haben da, wurde da gespielt. Die Animation ist zwar ganz gut, auch der Bubi ist ganz gut, aber der Film ist für mich einfach der letzte Rotz, ohne Witz, also der letzte Rotz kann man auch nicht sagen, er ist auf jeden Fall nicht besonders gut. Also den Film einmal angucken, langt völlig. Ich habe mir auch nicht gekauft, Gott sei Dank eben nur über Netflix.
Da kann man sich auf jeden Fall ihn mal angucken, definitiv. Aber einfach der Film einfach komplett irgendwie, ja, das Thema komplett verfehlt. Also hätte ich sowas gemacht wie hier mit der realen Schauspielerin, wäre es echt cool gekommen. Aber so mit diesen Animationen, es passt einfach ganz ehrlich nicht. Es passt einfach nicht. Na? Passt einfach nicht. Der Film bekommt von mir 5 von 10 Punkten aus dem Grund, warum bekommt er 5 von 10 Punkten? Oh, der ist aber gar nicht schlecht bewertet. Also hast du noch, aber es geht doch 5. Nein, die Animation ist für einen deutschen Film wirklich sehr gut gemacht, definitiv. Auch der Drache hier, wo er auch als Bösewicht zuerst fungiert, ist eigentlich ganz lustig. Auch da eigentlich der, ja, wirkliche Hauptdarsteller, einfach ein richtig cooler Drache ist. Aber trotz alledem, mehr als 5 von 10 Punkten kann ich dem letzten Teil bzw. dem dritten Teil von Der siebte Zwerg definitiv nicht geben. Ja, aber wie gesagt, macht euch selbst ein Bild. Wer Netflix hat, könnt ihr euch gerne mal kurz angucken. 84, also zumindest 87 Minuten, das ist doch eine lange Zeit trotz alledem für diesen Film. Aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ja, und die ganze Filmreihe bekommt von mir 6,5 von 10 Punkten. Eben durch den dritten Teil hat es da ein bisschen den Werner umgezogen. Die ersten beiden Teile kann man sich wirklich angucken, machen wirklich Spaß. Aber der letzte geht für mich gar nicht. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Und jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr diese Filmreihe? Wie findet ihr 7 Zwerge? Wie findet ihr Otto Walkes? Oder auch Der siebte Zwerg? Vielleicht hat ihn irgendeiner von euch schon gesehen. Lasst auf jeden Fall mal Kommentare, da würde mich freuen. Und ja, das war's von mir, von der Filmreihe mit den 7 Zwergen auf den 7 Bergen. Viel Spaß auf meinem Kanal und bis dann, tschüss mit und beep.